Hi zusammen! Heute möchte ich ein ganz besonderes Video machen, denn ich wurde von einem Online-Shop angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, ein Produkt für euch zu testen. Es handelt sich hierbei um den Online-Shop wunderkarten.de und ich wollte mich auch nochmal herzlich dafür bedanken, dass ich dieses Produkt testen darf. Diese Homepage bietet an, dass man Fotobücher designt oder Fotokalender, Leinwände, Poster, Einladungen zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel Weihnachten oder Einladungskarten für einen Geburtstag oder für die Taufe. Und da habe ich mich eben für einen Fotokalender entschieden und den wollte ich meiner Mutter schenken. Und viele von euch wissen bestimmt noch nicht, dass ich auch Modelbilder mache. Und da dachte ich, bringe ich mal so ein paar Modelbilder ein und ich denke, darüber wird sie sich sehr freuen. Und ich habe das Ganze Sonntagabend gemacht und dann habe ich eine Woche gewartet und am Dienstag darauf kam es an. Und dieser Kalender kam in so einem Paket an. Also ein wirklich sehr geschütztes Paket, sodass dieser Kalender gar nicht knicken kann, wenn der Postbote das irgendwie versucht in den Briefkasten zu werfen. Und da war eben der Fotokalender drin und den werde ich euch gleich zeigen. Vorab werde ich euch noch kurz erzählen, wie man das Ganze macht und was man für Möglichkeiten hat. Wenn man sich zum Beispiel für einen Fotokalender entscheidet, so wie ich das gemacht habe, dann muss man sich ein Programm runterladen. Das ist natürlich kostenlos und da kann man dann eben seinen Fotokalender designen. Da kann man das Cover gestalten, dann kann man noch Schriften hinzufügen, Symbole, ganz viele verschiedene Hintergründe. Man kann Collagen machen mit mehreren Fotos und auch Beschreibungen hinzufügen. Und ja, mein Kalender, den habe ich wirklich sehr schlicht gehalten, weil ich finde, dass die Fotos einfach ihren Ausdruck haben müssen. Und das ist mein Kalender, das ist das Cover. Da habe ich mir ein Schwarz-Weiß-Foto ausgesucht. Man hätte hier jetzt zum Beispiel auch noch ganz groß 2013 hinzufügen können. Aber das habe ich jetzt weggelassen, weil ich finde es einfach so sehr schön. Dann zeige ich euch hier hinten mal die Fotos, die ich mir ausgesucht habe. Hier sieht man alle 12 Bilder und da sieht man einfach nochmal, was das überhaupt für Fotos sind, wie bei einem richtigen Kalender. Das finde ich auch sehr schön. Und dann werden wir gleich mal sofort anfangen mit dem Januar. Für den Januar habe ich mich für dieses Bild entschieden. Im Januar habe ich Geburtstag und da wollte ich einfach ein Bild nehmen, was mir wirklich selber sehr gut gefällt. Dann kann man hier unten noch diese Datumspalte, kann man auch noch in verschiedenen Farben machen. Man hätte das Bild jetzt auch kleiner machen können und mit einem Hintergrund oder dann noch ein paar Blümchen an die Seite und oder halt hier noch so eine Beschreibung hinzufügen, wie zum Beispiel manche machen das ja auch hier das Datum oder was es war, wie zum Beispiel ein Zoobesuch oder ein Kinobesuch, wo das Bild entstanden ist. Das ist der Januar. Der Februar, da muss ich ein paar Bilder abdecken und zwar, Moment, im Februar habe ich eine Collage gemacht mit ein paar Bildern vom Festival und dort habe ich eben Crow getroffen, Olly Murs und Lana Del Rey und noch viele mehr, aber diese drei Künstler haben mich eben am meisten begeistert und deswegen habe ich mir die hier für die Collage ausgesucht. Dann habe ich noch im Google mir hier ein Bild mit ein paar Blumen ausgesucht und das habe ich hier eben drunter hinzugefügt. Wir machen weiter mit dem März und zwar habe ich mir ein Bild für meinen Hund ausgesucht, weil mein Hund, der hat im März Geburtstag und dieses Bild habe ich mit meinem iPhone aufgenommen und so könnt ihr auch mal sehen, dass auch wirklich ein Bild mit dem Handy sehr gut rauskommt. Das hier ist mein Hund, ein richtig süßes Bild und da habe ich mich eben dazu entschieden, das Bild hier ein bisschen kleiner zu machen und dafür einen rosafarbenen Hintergrund auszuwählen. Ja. Der April, da habe ich ein Bild im Querformat ausgewählt
Und da ist es eben so, das passt natürlich nicht so. Man kann nämlich auch einen Kalender im ganzen Querformat sich aussuchen. Ich habe mich aber für einen Hochkantkalender entschieden und das ist natürlich klar, dass dann ein Bild im Querformat nicht komplett drauf passt. Und deswegen habe ich, also ist es halt hier so abgeschnitten und dafür habe ich dann hier unten noch einen schwarzen Hintergrund ausgewählt und hier eben die Kalenderdaten weiß gemacht. Für den Monat Mai habe ich mir eine Collage ausgesucht, denn ich war ja im Mai dieses Jahr in Belfast und habe dort das Titanic Museum mit meinem Vater besucht. Und dort waren wir auch bei der Dockstation und im Pump House. Und dort habe ich dann eben eine Collage gemacht, ganz passend, weil wir ja im Mai dort waren. Ich decke gerade mal ein Bild ab. Und so schaut die Collage aus. Hier oben waren wir vor dem Museum, da ist eben diese Titanic-Schriftzug. Und da haben wir uns hier zusammen in das A gestellt. Und hier unten waren wir bei dem Pump House, bei der Dockstation. Und dort links bin ich und auf der rechten Seite ist mein Vater. Und das habe ich jetzt gerade abgedeckt. Und hier könnt ihr einfach sehen, dass man dort auch echt schöne Collagen machen kann. Für den Monat Juni habe ich mich für ein sehr lustiges Bild entschieden, weil dort der Sommer langsam kommt und da habe ich mich für dieses lachende Gesicht von mir bzw. dieses Porträt entschieden, weil ich das wirklich sehr frisch finde, weil im Juni fängt schon langsam der Sommer an, das Wetter wird wärmer und ich finde, das passt irgendwie sehr dazu. Im Monat Juli habe ich dagegen ein sepiafarbenes Porträt bzw. Bild von mir ausgewählt. Das schaut so aus und dort habe ich dann einfach wieder passend dazu, weil es hier schwarz ist, weiß die Datumsanzeige gefärbt. Man kann übrigens auch hier diese Datumsanzeige einfach in verschiedene Schriftarten stellen. Da kann man zum Beispiel verschnörkelte Schriften machen, man kann hier das ganz anders machen. Ich habe mich jetzt hier für diesen eleganten Stil entschieden. Im Monat August hat meine Mutter Geburtstag, deswegen habe ich ein Bild von ihr und mir. Da möchte ich allerdings meine Mutter abdecken. Moment. Ein sehr lustiges Bild, es ist wirklich sehr gegensätzlich, weil meine Mutter schaut da auf die andere Seite und ich auf die Seite und das sieht wirklich sehr cool aus. Und hier unten habe ich dann wieder diese Gänseblümchen ausgewählt aus dem Google-Bilder und habe die hier eingefügt. Und hier ist dann eben oben noch ein Bild mit mir und meiner Mutter. Was mir auch sehr gut gefällt, dass die Qualität der Bilder wirklich erstaunlich gut ist und dass wirklich, man sieht wirklich keine Pixel, es ist wirklich sehr scharf und das Material des Kalenders gefällt mir unheimlich gut. Wenn man da drüber fühlt, ist es wirklich sehr angenehm. Also sehr professionell, wie bei so einem Kalender, den man im Shop kauft von Sängerinnen oder so. Und ja, so gut ist das gemacht. Im Monat September hat mein Vater Geburtstag und deswegen habe ich mich dort auch wieder für ein Bild entschieden, was wir in Belfast gemacht haben. So schaut die Collage aus. Hier oben sind wir wieder bei der Dockstation und im Pump House, genauso wie da unten, weil da konnte man hingehen und das war richtig cool, weil da stand die Titanic damals und das ist einfach richtig, richtig cool. Und so schaut diese Collage aus. Für den Monat Oktober habe ich mich für ein etwas unheimliches Bild entschieden, weil dort Halloween ist und dort gucke ich ein bisschen, ja, sehr verrucht sozusagen. Und so schaut dieses Bild aus. Dort habe ich ganz viel Schmuck an und durch diesen roten Lippenstift ist dieses Bild auch sehr ausdrucksstark. Im Monat November habe ich wieder ein etwas kühleres Bild verwendet, was so ein bisschen dunkler ist. Ich finde, es erinnert sehr an den Winter, deswegen habe ich mich für dieses Bild entschieden. Das ist auch ein Porträt im Querformat und habe dort unten das einfach wieder schwarz gemacht mit einer weißen Datumsanzeige. Im Monat, wo Weihnachten ist.
nämlich im Dezember. Da habe ich mich für dieses Bild entschieden, wegen dem roten Lippenstift. Und ich finde, das erinnert sehr an Weihnachten, dieses Bild mit diesem grünen Lidschatten und den roten Lippen. Und da habe ich einen ganz, ganz blöden Fehler gemacht. Da habe ich diese Datumsanzeige nicht weiß gemacht. Das habe ich vergessen, leider. Aber so würde das aussehen ungefähr. Und ja, ich bin wirklich sehr zufrieden. Die Qualität ist wirklich gut. Keine Pixel und das Bild, also dieses Material fühlt sich einfach unglaublich gut an. Und hier oben hat es einfach wie bei einem Ordner oder bei einem Blog auch hier so einen Ring, wo man es immer umklappen kann. Und das ist dieser Kalender. Und der kostet regulär 14,95 € und ich finde, das ist wirklich eine super Geschenkidee für diesen Preis, einen so qualitativ guten Kalender zu entwerfen. Und der ist wirklich sehr individuell und sehr persönlich und ich finde, damit kann man ganz einfach eine Freude machen, weil es halt einfach auch sehr persönlich ist. Und mir gefällt es unglaublich gut und ich wollte mich auch nochmal sehr herzlich dafür bedanken. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, vielleicht als gute Geschenkidee zu Weihnachten, fürs Neujahr, diesen Kalender oder auch Einladungskarten für welches Event auch immer. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, mal so ein paar persönliche oder private Bilder von mir zu sehen. Vielleicht war das auch ganz interessant für euch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Ciao!